Toni, der dritte Spieltag steht vor der Tür. Wir fahren nach Sandersdorf. In Sandersdorf haben wir mal relativ gute Ergebnisse erzielt. Jetzt ist die Konstellation natürlich mal zu unseren Gunsten. Wir stehen gut da, haben gut begonnen, die ersten zwei Spiele gewonnen. Ja, wie gehst du an das Spiel ran und was gibst du den Jungs mit nach dem letzten Erfolg? Ja, erstmal muss man sagen, dass Sandersdorf auch gut dasteht. Nicht nur wir stehen gut da, sondern Sandersdorf auch. Sandersdorf hat auch die ersten beiden Spiele gewonnen. Was gebe ich den Jungs mit? Eigentlich genau das Gleiche, was wir immer den Jungs mitgeben, dass wir Überzeugung brauchen, dass wir überzeugt sein müssen, dass wir auf unsere eigene Stärke schauen, dass wir an unsere Qualität glauben und dann ist es wie immer das Gleiche. Viel Leidenschaft reinbringen, viele Meter machen, Zweikämpfe annehmen, Kopfbälle gewinnen, die zweiten Bälle holen. Und dann versuchen wir natürlich, Andy Hebler, Martin Dahm und Leo Felgenträger zu treffen. Ja, in der Öffentlichkeit ist es jetzt momentan so, wir werden natürlich extrem gepusht. Wie hältst du die Jungs jetzt eigentlich am Boden? Ja, also in der Kabine kommt das nicht so an. Also klar, man liest halt hier und da ein bisschen was, aber so extrem finde ich es auch noch nicht. Deswegen, da müssen wir jetzt noch gar nicht viel machen, weil trainieren nach wie vor sehr intensiv, wir haben eine hohe Schlagzahl und da ist jetzt nicht so, dass man sieht, dass jemand sagt, klar, ich kann jetzt einen Tick mehr auf das Passspiel Wert legen oder einen Tick mehr technisch und ich will mehr glänzen. Also im Training arbeiten sie genauso wie am Tag 1, von daher habe ich da noch nichts festgestellt. Also da musste man bisher noch gar nicht entgegenwirken. Ja, die zweite Halbzeit am vergangenen Spieltag gegen Leipzig war schon wirklich sehr zufriedenstellend, muss man sagen. Die Jungs haben gut geackert, gute Spielzüge gezeigt. Erwartest du das genauso gegen Sandersdorf oder der Gegner ist halt ein anderer? Die sind natürlich auch jetzt auf Platz 1, genau wie wir. Und wie erwartest du Sandersdorf? Ach, das hatte ich jetzt auch schon unter der Woche im Radio gesagt. Also wir gucken gar nicht so auf Sandersdorf, wir gucken mehr auf uns, dass wir unsere Stärken ins Spiel reinkriegen, dass wir in unsere Abläufe kommen, in unsere Auslöser, dass wir halt unsere Prinzipien umsetzen und wir gucken da gar nicht so großartig auf den Gegner. Wäre natürlich schön, wenn es so läuft, aber wir wollen da was Zählbares mitnehmen und da ist die Art und Weise gar nicht so relevant, sondern wir wollen was mitnehmen. Und weil du sagst, zweite Halbzeit, ich fand die erste Halbzeit auch schon richtig gut. Wir haben vor dem ersten Gegentor auch schon zwei recht große Chancen. Dann haben wir beim Stand von 1-1 hat Andy nochmal den Außenpfosten getroffen und wir hatten auch nochmal eine halbe oder eine richtig gute Chance. Also wir waren auch in der ersten Halbzeit schon richtig gut und dann in der zweiten Halbzeit hatten wir natürlich in der, weiß gar nicht, was war das, 56. Minute, glaube ich, Leo Felgenträger, die gelb-rote und 3-1 und ab da war ja dann gefühlt der Deckel drauf und da hatten wir uns so alle Bock gehabt und wollten noch mehr Tore machen und deswegen sah es dann relativ einfach aus und wir haben auch einfach gespielt, deswegen sah es so gut aus, aber ich fand auch schon die erste Halbzeit recht gut. Gut, Toni, dann wünsche ich fürs Wochenende wieder viel Erfolg und das war da auch da wieder Punkten in Sandersdorf und unsere Erfolgsserie in Sandersdorf ausbauen können.